Team, herzlich willkommen bei TV Total. Heute mit der TV-Legende Andreas Türk und mit Neuem von der Lügenbrille. Außerdem zu Gast der Gewinner der Comeback-Show Hathaway. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan Raab. Meine Damen und Herren, live heute Abend hier aus Köln. Tim, das haben sich unser Zuschauer Tim, hat das toll gemacht, fand ich heute Abend. Irgendwie, Sie haben mich stimmenmäßig so ein bisschen an Henry Maske erinnert. Ich habe einen ganz guten Kampf gemacht. Ja, aber toll. Dafür, dass Sie aus Bielefeld kommen, war das gar nicht schlecht. Ja? So, meine Damen und Herren, heute Abend haben wir den Gewinner der Comeback-Show noch hier. Haben Sie Comeback-Show gesehen eben? Ja, die Show ist mir sehr sympathisch, weil direkt in der ersten Runde Jürgen Drews rausgeflogen ist, meine Damen und Herren. Ja. So. Ja. Also, ja, ich finde ja, bei der Comeback-Show sollte der gewinnen, der es am nötigsten hat. Ja, und das ist für mich eindeutig die Jury. Ja, wenn Sie mich fragen. Toll, oder? Hätte man nicht gedacht, dass die alle gar nicht singen können. Man fragt sich überhaupt, wieso haben die überhaupt Karriere gemacht mal? Ja, toll, oder? Und wir haben den Gewinner heute Abend hier, ja? Falls Sie nicht alle rausgewählt haben, meine Damen und Herren, die da mitgemacht haben heute. Einige Kandidaten, glaube ich, haben den ersten Schritt zurück ins Showgeschäft schon gemacht von der Comeback-Show. Sie haben wieder mit dem Trinken angefangen. Aber wir werden sehen, wer das Rennen gewinnen wird. Und wer rausfliegt, das erfahren Sie gleich hier bei uns in der Sendung. Und der Gewinner, wie ich schon mal sagte, Hathaway ist da und hat mir heute Abend sehr gut gefallen. Ich möchte Ihnen nochmal den Einstieg von Hathaway in seinen Song präsentieren. Ich finde, er hat mit Recht gewonnen. Schauen Sie hier. It's funny how I'm blind myself. Zu Recht gewonnen, oder? Völlig zu Recht gewonnen, meine Damen und Herren. Hathaway. Ja, dass der Hathaway so nötig hat, ja, im Flugzeug dann auch noch irgendwie aus der Business Class die Schlafbrille mitgehen zu lassen, ja, hätte ich nicht gedacht. Aber so ist es. Später mehr dazu. Hathaway dann bei uns. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, diese Schlagzeile hier, meine Damen und Herren. Da. Sie siegte bei der Berlinale, deutsche Film-Diva, in Wahrheit Pornostar. Ja? Das ist eine sehr interessante Geschichte. Der goldene Bär, ja. Ja, das ist der Preis, den es bei der Berlinale gibt. Der goldene Bär für eine ehemalige Pornodarstellerin. Ja, wenn das nicht späte Genugtuung ist, meine Damen und Herren, dann weiß ich nicht. Ja. Der männliche Hauptdarsteller bekam übrigens die goldene Palme. Ja. Der goldene Bär. Ja, ich hab mich irgendwie gefragt, was heutzutage weiß man ja gar nicht mehr, was aus Pornodarstellern wird, ja, seitdem es das Glücksrad nicht mehr gibt. Ja. Und ja. Dass diese junge, hübsche Frau eine Pornodarstellerin war, ich habe diese Preisverleihung da gesehen und ich habe gedacht, irgendwo kommt mir dieses Gesicht doch bekannt hervor, ja? Ich weiß aber nicht mehr genau, woher das war. Und gut, was soll man sagen? Ich glaube, das ist, glaube ich, üblich auch in der Film- und Showbranche, ja? Und alle Leute, die jetzt im Film- und Fernsehbusiness zu tun haben, die haben das früher alle gemacht, ja. Oder glauben Sie die Geschichte mit der Metzgerlehre etwa? Ja.
Wenn Sie mich fragen, lassen Sie sich nicht verarschen. Du Scheiße, ja? Schwangere Heidi Klum von ihrem Millionär verlassen, ja? Flavio Briatore. Das heißt jetzt für das Kind, es muss ohne Großvater aufwachsen, ja? Das arme Kind. Ich kann mir genau vorstellen, wie das gewesen ist, ja? Flavio ist abgehauen in seinem Renault, ja? Und Heidi Klum, ja, mit ihren Birkenstockschlappen und diesen Joghurtgums zwischen den Zähnen so hinterher. Bleib doch, ja? Er sagt, lass mich in Ruhe, ich muss. Ja. Und der Flavio Briatore hat jetzt auch schon eine neue Freundin. Und zwar auch aus Bergisch Gladbach. Ja? Bergisch Gladbach, meine Damen und Herren, das ist das kleine, bezaubernde Örtchen in der Nähe von Köln, wo in zwei Generationen alle nur noch Briatore heißen werden. Ja. Toll, oder? Ich glaube, Flavio Briatore hat Heidi Klum nur verlassen, weil sie mittlerweile die dickere Plauze hatte. Weißt du? Hat er gesagt, komm. Dann bin ich weg. So, ich glaube, das ist das alte Spiel, oder? Jetzt macht Flavio mit ihr Schluss und in zwei Wochen ist Heidi wieder da, ja? Auf Knien rutscht sie vor mir rum und sagt, das war alles nicht so gemeint, es tut mir leid, ja, hier bin ich wieder, ja? Gut, was will man machen? Dann was von RTL aktuell, meine Damen und Herren, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, und zwar das hier. Das ist eine lustige Schneeballschlacht, und zwar in Israel, wo am Wochenende Schnee gefallen ist. Wie lange nicht mehr, schauen Sie. Heftige Schneefälle haben Jerusalem und den Norden Israels in eine weiße Winterlandschaft verwandelt. Schüler und Studenten konnten sich über einen freien Tag freuen, während der Verkehr auf dem dort ungewohnten Straßenbelag behindert wurde. Auch die Palästinenser im Westjordanland nutzten das ungewöhnliche Winterwetter für ausgiebige Schneeballschlachten. Hast du das gesehen? Ist ganz schön mütig, mit dem Schneeball auf einen zu werfen, der einen Kalaschnikow unterm Arm hat. Oder? Ja, geschossen wird natürlich erst, wenn versucht wird, ihn einzuseifen. Ja? Vorsicht, wenn Sie das machen in Zukunft. Dann etwas vom Westdeutschen Rundfunk, Planet Wissen heißt die Sendung. Und da möchte ich mal eine Frage stellen. Ich zeige Ihnen mal ein Bild. Was ist das? Ja, was ist das, fragen Sie hier. Ja? Es ist nicht einfach. Ja? Ich habe keine Ahnung. Aber könnte es sein, dass es Wetten, das moderiert? Ja. Nein. Moment. Jetzt kommt die Auflösung, meine Damen und Herren. Wenn Sie denken, das ist ein Mensch, falsch. Wenn Sie denken, das ist ein Hund, falsch. Schauen Sie mal. Ärgerlicherweise gibt es auch regelrechte Erbschleicher. Die schmücken sich mit unserem Namen, ohne im Geringsten mit uns verwandt zu sein. Ich meine zum Beispiel dieses peruanische Meerschweinchen. Ja, ein peruanisches Meerschweinchen. Woran soll man das erkennen, wenn es keine Panflöte in der Fresse hat? Ja? Ein peruanisches Meerschweinchen, meine Damen und Herren. Wer hätte das gedacht? So, jetzt etwas vom NDR. Da gibt es die tolle Gewinnshow Bingo. Und die haben auch ein SMS-Quiz. Ja? Und ein Kandidat im Studio darf einen Tipp zu der Frage geben, die es zu beantworten gilt. Und er kommt auch nicht so richtig weiter. Schauen Sie hier. Aber ich will Ihnen noch sagen, nicht vergessen, unser Sprichwort zu vervollständigen. Also der stete Tropfen höhlt den. Das ist doch so einfach. Und dieses Wort, das können Sie uns rüberschicken per SMS und tolle Preise gewinnen. 866-66. Wollen Sie mir ganz leise ins Ohr flüstern, wie das Wort heißt? Weiß ich noch nicht. Nein, ich weiß nicht. Es heißt, steter Tropfen höhlt den Kopf, ja? Oder steter Tropfen höhlt die Leber, wie auch immer. Dann etwas vom NDR bei hier ab 4. Ein Anrufer möchte sich bei einer Polizeibeamtin erkundigen, was er denn als Waffenbesitzer alles so darf, wenn ein Einbrecher in sein Haus eindringt. Schauen Sie hier. Und da ist gleich der Nächste. Hallo. Ja, hallo, hier ist ein Besitzer einer Waffenkappe. Und ich habe folgende Frage. Was ist, wenn ich nach einem Wandschuss einen Einbrecher nun verletze? Was mache ich da? Mhm. Darf ich das überhaupt? Es ist Notwehr, eindeutig, aber der also Richter nur, wird es nicht... Wenn er mich angreift, würde ich von der Waffe Gebrauch machen, Probeschuss machen und dann würde ich... Ich bin also mehrmals Schützenkönig gewesen, also ich kann schon zielen. Ja, mehrmals Schützenkönig, meine Damen und Herren. Ja, wahrscheinlich hat er den Einbrecher schon neben sich, mit der Wumme am Kopf. So, was darf ich jetzt mit dem machen? Ja?
mehrmals schützenkönig gewesen, oder? Super, kann ich mir genau vorstellen, nachdem er den Einbrecher erlegt hat, wie er sich dann mit der Kutsche durchs Dorf fahren lässt zum Festplatz. Sehr beruhigend, wer in Deutschland alles so einen Waffenschein bekommt. Finde ich ganz toll. So, meine Damen und Herren, ach jo, jetzt muss ich Ihnen mal was zeigen. Das habe ich hier, das habe ich in der Zeitung gesehen. Eine tolle Anzeige vom Pennymarkt. So, und zwar, ach, noch das hier. So, also hier, tolle Anzeige im Pennymarkt. Schauen Sie mal hier, hier unten. Ja. Inkontinenzauflage. Geh mal ein bisschen näher drauf mit der Kamera und dann gucken Sie mal die erste Zeile da drunter. Für groß und klein. Zeig doch mal ein bisschen näher. Zeig doch mal näher. Näher. Hier. Mehr geht nicht. Näher geht nicht mit der Kamera. Hier. Für groß und klein, verstehen Sie? Tolle Sache. herrlich. Schlappermaul. So. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie sowas Ähnliches finden sollten, können Sie uns das in Zukunft auch mal schicken, wenn Sie lustige Anzeigen finden oder wenn Sie irgendwelche Artikel finden, in denen etwas missverständlich ausgedrückt ist oder wenn Sie lustige Pressefotos finden in Ihren Lokalzeitungen, Sachen, die wir hier alle vielleicht nicht bekommen, dann schicken Sie uns das an folgende Adresse, TV Total 51059 in Köln. So. Meine Damen und Herren, jetzt kommt der junge Mann, von dem wir eben schon die ganze Zeit gesprochen haben. Ein Mann, der mit Recht heute Abend die Comeback-Show gewonnen hat. Und gleich werden wir auch erfahren, wer heute rausfliegt. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich Hathaway! Aus der Comeback-Show zu uns ins Studio. Danke. Danke, danke. Das ging aber zackig, oder? Hathaway, geil, dass du hier bist. Dankeschön. Ja? Danke. Und du hast eben gerade ja, die erste Comeback-Show gewonnen. Ja. Zu Recht, wie ich finde. Ich habe das die Anfang gesehen. Das war ein bisschen. Der Anfang war ein bisschen schief. Aber der Anfang war ein bisschen ruhig. Ich konnte gar nichts hören, aber ist egal. Ja, nee, aber hast ja trotzdem gewonnen. Ich hab Gas gegeben. Ja. Ich hab eigentlich gedacht, was wird Stefan Raab in diesem Moment machen? Ja. Ja, das noch mal zeigen, weißt du? Man kann es ja. Sack. Aber das Tolle ist ja, der Einäugige ist König unter den Blinden. Ja? Und bei der Comeback-Show, da sind schon ein paar dabei, die gar nichts können. Das muss man schon so sagen, oder? Das stimmt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja, okay, es gibt nichts, der nichts kann. Ja, das ist richtig. Aber ich meine, CC Catch. Oh, komm, eine Frau ist sehr attraktiv, sie hat sehr viel. Ja, die ist sehr attraktiv, aber singen kann sie verdammt nochmal nicht. Doch. Wie, doch. Da gibt es Bühnenkünstler und dann da gibt es Studiokünstler. Viele haben das geschafft, einfach nur in der Studio zu singen. Ja. Mit ein bisschen Hilfe. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Viel Konzert, immer noch. Sehr viel weltweit. Ach, du bist immer noch unter... Wir haben uns in Vegas gesehen, oder? In Las Vegas haben wir uns gesehen? Boxing. Beim Lewis. Box, stimmt, genau. Genau. Weißt du, hab ich dich da gesehen? Ja. Ich dachte, das wäre Lennox Lewis gewesen. Danke. Naja, egal. Haben wir uns da gesehen? Was hast du da gemacht? Bist du da aufgetreten? Ich habe fast 2 Monate jedes Jahr seit den letzten 5 Jahren in Vegas gespielt. Ach was. Und dann Konzerts in Deutschland, Russland, alles. Immer noch. Ja, da brauchst du ja gar nicht so Comeback-Show. Naja, es ist sehr viel, wie sagt man, Fernsehen, Werbung. Und es ist eine super Show, super Leute. Wir haben tierisch Spaß. Es ist eigentlich cool. Aber einige können nun gar nicht singen, oder? Ah, kaum. Also was ich da heute gesehen habe... Ist okay, es ist deine Sendung. Also, ich meine, man muss ja auch ehrlich sein, weißt du? Wenn zu mir einer zu SSDS GPS kommt, der nicht singen kann, dann sage ich ihm das. Hör mal, wenn wir haben so eine geile Live-Band wie deins und eine super Sound und eine geile DJ wie deins, werden wir auch super viel besser drauf sein. Ja, habt ihr Gott sei Dank nicht. So. Also, es gibt schon Unterschiede. Es gibt schon Unterschiede. Also natürlich, von dir weiß man, dass du singen kannst. Du hast ja am Anfang ein bisschen versungen, kein Problem. Ja. Dann Chris Norman, finde ich, hat auch gut gesungen. Super, super Typ. Dann die Weather Girls haben ziemlich gegurkt, finde ich. Ja.
Ich hab's nicht zugehört. Ja. Jazz, ja. Weil du wieder zu denen zurück musst und Angst hast, hier das Falsche zu sagen. Ne? Oh. Dann finde ich, Jazzy hat grauenhaft geguckt. Ja? Und wie heißt sie? Und CC Catch auch. Und dann, wer war noch gut? Benjamin Boyce ging so. Ja. Ja. Und wie hieß der eine, der aussieht wie Stefan Effenberg heutzutage? Ah, Markus. Markus, ja. Markus. Der sieht viel besser aus als Stefan Effenberg, kaum jetzt. Ja. Ja, das ging auch so. Ich bin gespannt. Meinst du, das ist schon eine kleine Vorentscheidung? Wer weiß, ich meine, das ist Fernsehen, der Zuschauer spielt eine große Rolle, die rufen natürlich an und ja. Ah ja, weißt du, was du beim nächsten Mal singen wirst? Weißt du das schon? Hast du dir schon was ausgesucht? Ja. Zum Beispiel? Lionel Richie. Oh, was denn? All Night Long. All Night Long. Lionel Richie ist sogar demnächst hier. Geil. Ich bin, ja, bin ich mal gespannt. So, jetzt machen wir eine kleine Schalte, denn jetzt erfahren wir, wer heute rausfliegt bei der Comeback-Show. Weil ja. Das ist das Spannende. Wer waren die beiden Letzten? Das war, ich glaube, Jesse und Markus. Jesse und Markus? Ja. Ja. Okay, ich bin gespannt. Meine Damen und Herren, wir schalten live rüber zur Comeback-Show. Hallo Arabella, kannst du mich hören? Wie sieht's aus? Heine steht fest, Stefan, sei froh, dass du nicht hier im Studio bist, denn wir würden dich lünken für deine Kommentare. Du hast sehr viele Zuschauer kassiert, berechtigterweise, wenn du mich fragst. So, aber nichtsdestotrotz, herzlich willkommen zurück im Comeback-Studio. Unsere Comeback-Stars sind auf der sicheren Seite, die stehen da oben, wobei die Stimmung und Freude ein bisschen gedrückt ist, denn zwei, und die stehen zu meiner Linken und zu meiner Rechten, die sind jetzt in der K.O.-Entscheidung und davon bedroht und gefährdet, eben rauszufliegen. Also einen von beiden wird es treffen. Sie, liebe Zuschauer, haben diese Entscheidung noch in der Hand. An der Stelle sei es gesagt, eigentlich habt ihr ja Markus reingeritten, denn eure Jurywertung war für ihn sehr schlecht. Die Zuschauer eigentlich waren ja sowieso auf einer Seite, hatten ihm mehr Punkte gegeben. Joey? Ja, ich glaube der Markus, weil die Zuschauer haben Markus, ich glaube, viel mehr Punkte gegeben und wahrscheinlich... Aber ihr wisst, wie es ist im Leben, es geschehen manchmal Zeichen und Wunder, Jesse. Also, oder zumindest passiert es, dass der Anwalt sich dann irgendwann einfindet. Unser Anwalt, Dr. Olaf Meinking, und der weiß Bescheid. Als einziger momentan und wird das Kuvert übergeben. Herr Dr., grüß Sie. Guten Abend, Frau Fiesbauer. Alles korrekt, abgelaufen? Alles korrekt und das Ergebnis wie immer im Umschlag. Im Umschlag, dann vielen, vielen Dank. Dann lasst mich mal an dieser Stelle zurücktreten und einen Blick drauf werfen. Okay. Muss man sagen, eigentlich doch recht eklatant ausgefallen. Ohne Namen zu nennen, ohne ins Detail zu gehen, darf ich mal auf die Grafik verweisen. Da sehen wir uns mal an, wie sich da die Balken aufbauen. Okay, das heißt momentan noch nicht, dass jetzt der eine Künstler so und so viel Prozentpunkte hat und der andere so und so viel. Es zeigt uns aber, dass einer eindeutig in Führung liegt mit 67%. Unsere Zuschauer sich für einen Künstler entschieden haben, der nächste Woche auf jeden Fall wieder dabei ist, performen wird, jetzt am besten schon mal anfängt zu trällern, um eine Wahnsinnsshow aufs Parkett zu legen. Und die Frage ist, wer wird das sein? Jesse, du tippst auf? Markus. Markus, definitiv. Du sagst? Ich sag Jesse. Okay. Es ist Markus. Meine Lieben, dann hört doch ganz einfach mal auf mich. Denn mit 67% mit dabei nächste Woche bei Comeback Markus! Verabschieden wir Jesse. Jesse, meine Güte jetzt. Alles gut. Jesse, ich muss dich aber an dieser Stelle hier unten stehen lassen, denn du bist nicht mehr dabei. Markus, dein Platz ist da oben. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, lass dich küssen. Also, das sind sie, unsere Neuen. Für nächste Woche. Markus, mal kurz abklatschen. Als Beweis der Freude. Arabella, meine Damen und Herren. Jesse ist raus. Jesse ist raus. Tja, so kann's gehen.
Verstehe ich gar nicht, wie Arabella, dass Arabella meinte, wenn ich dort wäre, wäre ich gelyncht worden. Wofür? Ey, ich halte mich da raus. Ja, ja, ja. Das ist mir klar, dass du dich da musst ja wieder zurück in den Affenkäfig da. Ja, Jazzy ist raus, also für Jazzy heißt es, verpiss dich, ja. Und ja, Markus ist wieder mit dabei nächste Woche. Weißt du schon, was die anderen singen? Hast du schon einen Plan? Keine Ahnung. Ich, wie sagt man, ich versuche nur zu konzentrieren, so auf was ich tue und andere Leute begrüßen. Hallo, wir essen ein bisschen zusammen und das war's. Du bist ja auch ein guter Rennfahrer, ne? Du bist, ich habe dich öfter mal in so Rennautos gesehen. Ja. Machst du das noch häufig? So Sport ist für mich sehr wichtig. Motorsport, Boarden, so ein bisschen Paragliding. Ja. So weiter. Ja, ich bin gespannt, wie es bei der Comeback-Show weitergeht. Ich wünsche dir viel Glück. Wenn du nächste Woche gewinnst, bist du ja schon wieder hier. Ja? Danke. Ich hoffe, dann muss ich dir das hier nicht mehr zeigen. Ja. Ja. Wenn du beim... Ja. Der Kerl ist gemein. Das Leben ist... Das Leben ist vielfältig. Ja, dann bedanke ich mich, dass du zu uns gekommen bist. Viel Glück nächste Woche. Dankeschön. Und bestell mir schöne Grüße an die Leute bei der Comeback-Show. Head away, meine Damen und Herren. So, jetzt, ich weiß nicht, vor zwei Wochen hatte ich Ihnen mal diesen Artikel gezeigt über die Lügenbrille. Haben wir den da kurz? Ja, da gab es einen Artikel in der Zeitung, es gibt eine Brille gegen Lügner. Und die haben wir uns mal besorgt, eine sehr interessante Brille. Hier, das ist die Brille gegen Lügner. Und wenn man die anzieht, dann sieht man die Wahrheit, ja? Und ich habe am Wochenende im Fernsehen einen Ausschnitt gesehen mit Ottmar Hitzfeld. Und schauen Sie sich den mal an. Ottmar Hitzfeld, Elfenbein, wird noch Meister, ja. Weil? Weil wir am Schluss ganz oben stehen werden, am meisten Punkte holen werden und das bessere Torverhältnis haben. Irgendwas wird am Schluss noch stimmen, was mich auch trotzdem optimistisch stimmt. Ja, das soweit. Ja, und jetzt habe ich mir diesen Ausschnitt mal mit der Lügenbrille angeguckt, meine Damen und Herren. Und jetzt passen Sie mal auf. Moment, ich muss sie erst einschalten. So, jetzt schauen Sie mal, wie der Ausschnitt mit Lügenbrille aussieht. Der FC Bayern wird noch Meister, ja. Weil? Der FC Bayern hat diese Saison voll verkackt. Wir haben gespielt wie blinde Frauen mit Appenbeinen. Vor allem nach diesem peinlichen Gebolze gegen Bochum bin ich voll pessimistisch. Ja. So, warte mal, habe ich diesen Ausschnitt gesehen hier? So, und den habe ich mir dann auch mal mit Lügenbrille angeguckt, meine Damen und Herren. Hallo! Was Sie machen? Das ist sehr gut. Das ist tatsächlich sehr interessant. Schauen Sie sich diesen Ausschnitt mal an, erstmal ohne Lügenbrille. Du hast einen fetten Knutschfleck am Hals, den hat auch unsere Maske nicht wegretuschiert. Gar garstig. Was hast du gemacht? Gestern bin ich gestorben am Schrank im Wohnzimmer. So, das erstmal ohne Lügenbrille. Jetzt gucke ich mir den Ausschnitt mal mit Lügenbrille an. Moment mal. So. Du hast einen fetten Knutschfleck am Hals, den hat auch unsere Maske nicht wegretuschiert. Gar garstig. Was hast du gemacht? Gestern bin ich gestolpert am Tisch im Wohnzimmer. Ja. Und Moment, ich habe noch einen. Dann habe ich, noch diesen Ausschnitt hier gesehen, meine Damen und Herren, mal ohne Lügenbrille. Aber schön, dass du mit dir gestartet hast und rein hier. Die Leute und der Bus sind vorbei und du hast angegriffen. So.
Und den schaue ich mir jetzt mal mit Lügenbrille an. Ich halte es da mit meinem Lieblingsphilosophen Immanuel Kant. Aufklärung ist a priori der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Anitiv. Ja, toll, oder? Und dann haben wir noch... einen Ausschnitt von einem älteren, verliebten Ehepaar. Schauen Sie sich den mal bitte ohne Lügenbrille an. So, und den schaue ich mir jetzt mal mit Lügenbrille an. Ach, aus! Mach aus! Ist ja grauenhaft, was diese Lügenbrille alles an den Tag bringt. Da kann ich nur sagen... Setzibaum! So. Meine Damen und Herren, jetzt kommt ein Mann, ja, der die Frauenherzen höher schlagen ließ und wieder höher schlagen lässt. Er war 3 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr, 5. Lange war er in Urlaub, ja, 2 Jahre sehe ich gerade, war er in Urlaub und ist jetzt wieder da, hier bei seinem Heimatsender Pro7 mit der Mac-Chart-Show jeden Samstag und hat viel zu erzählen, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie recht herzlich Andreas Türk! Andreas Türk, meine Damen und Herren, wieder zurück. Ja, jetzt bist du wieder da mit der Mac Chart Show. Jo. Was hast du gemacht in der Zwischenzeit? Oh, viel. Also ich habe das erste Jahr bin ich ein bisschen durch die Welt gereist, habe mir einige Länder angeschaut. Ein ganzes Jahr? Naja, natürlich nicht am Stück, aber so immer mal weg und wieder hergekommen nach Hause und war schon viel unterwegs. Wo warst du überall? Ich habe angefangen mit so einer Skandinavien-Tour, weil die meisten reisen immer in den Süden. Ich habe gesagt, muss man in den Norden, das habe ich dann im Sommer gemacht, dann bis hoch zum Polarkreis. Ja. Mit so Rentieren zusammen gegessen, Gras gegessen und so. War richtig schön. Ja, mit den Samen durch die Gegend gezogen. Das mit den Samen. Mit den Samen. So heißt ein Stamm dort oben. Sehr gut. In einer der letzten Nomadenvölker, die es noch gibt. Aber heißt das nicht? Ja, das sind die Samen, ja. Ja, die heißt wirklich so. Ja, die Sprache, die haben auch eine Sprache. Die heißt Sami. Ja, wie? Sami. Deshalb habe ich sie nicht verstanden. Ja. Und dann ging es auch mal Richtung Asien, nach Hongkong dann auch. Da bin ich ein bisschen länger gewesen und. Das hat mich am meisten fasziniert, muss ich sagen. Stichwort Vogelgrippe. Ja, die habe ich mitgebracht und hab sie immer noch. Nein, nur in Hongkong oder auch in anderen, in China? Ein bisschen drumherum, aber hauptsächlich Hongkong. Und da war ich extrem überrascht, weil das ist natürlich eine sehr moderne Stadt und ich finde sie auch schneller als New York. Ja. Und was interessant ist, diese modernen Menschen auch in unserem Alter, die sind sehr abergläubisch. Und ich habe vorher so eine Korrespondenz gehabt auch und die hatten auch meine Telefonnummer. Und plötzlich, da hat nie einer angerufen. Überhaupt nicht angerufen, wenn, dann nur mal ein E-Mail. Und ich habe mich dann irgendwann immer gewundert, warum mögen die eigentlich, was ist da los? Und dann bin ich dann vor Ort gewesen. Und meine Telefonnummer zu Hause hat sehr viel Vieren. Ja. Und die 4 steht für Tod. Oh! Das ist wirklich wahr. Die sind sehr abergläubisch. Die 8 ist eine Glückszahl. Und die sind da wirklich verrückt. Da gibt es ein Haus in der besten Gegend dort oben. Und soll es einen Geist geben. Und normalerweise würdest du denken, naja, komm, bla bla bla. Da zieht tatsächlich keiner ein. Und die sind da sowas von abergläubisch, trotzdem aber gibt es da diese moderne Welt, die machen ihr Business ganz normal, rennen aber jeden Tag in den Tempel, bei uns sind die Kirchen leer, da sind die Tempel voll, da geht's zum Wahrsager, ja. Soll ich heute heiraten oder nicht, das wird da alles genau abgestimmt und ist echt interessant gewesen. Aber heiraten, wie sieht's denn bei dir aus im Privatleben? Hm. Oh ja, ganz gut. Du bist doch ein Frauenschwarm, oder? Das kann man doch so sagen. Ich hoffe, dass ich es noch bin, aber so wichtig ist das jetzt auch nicht mehr, aber... Ja. Bist du vergeben privat? Nein. 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 Also bist noch zu haben. Ja. Ja. Wie soll sie aussehen? Ja, da gibt es ja viele verschiedene Frauen. Ich glaube, wenn meine Frau so lachen würde, dann hätte ich ein Problem. Aber das ist, ich weiß nicht, aussehen, man sieht jemanden irgendwo und da sagt er, okay, das ist es. Ja,
kann man schwer, ich kann nicht sagen, ob blond oder braun, oder das ist schwierig. Jetzt machst du die McChart-Show jeden Samstag bei ProSieben um 18 Uhr samstags. 18 Uhr. Heißt ja. Zusammen mit Sandy. Ja, sie ist in London für uns. Wir haben also ein zweites Studio, weil der Star kommt ja nicht jedes Mal über München, sondern geht dann lieber in das Londoner Studio. Ja. Dort steht sie dann und schalten wir dorthin und dann kündigt sie dort die Gäste an. Und die Künstler kommen alle zu euch nach München ins Studio, oder? Auch da, genau. Das Besondere an der Show ist, vielleicht willst du das auch gerade ansprechen. Nein. Okay. Und zwar das muss ich aber sagen. Das ist aber doch, wichtig. Ich möchte doch. Ja, ja, ich muss es wirklich sagen. Nein, das Besondere ist, dass es gibt ja so Hörercharts im Radio und dort gibt es eben jetzt die Zuschauercharts, dass du per SMS im Prinzip deinen Star hineinwählen kannst. Und das muss nicht ein aktueller Star sein, wenn du jetzt sagst, Bürger Lars Dietrich mit Sexy Eyes oder sonst irgendwas. Ja. Ist möglich, dann lädst du den Star wieder ein und dadurch wird die Sendung ein bisschen anfassbarer für den Zuschauer. Das sind nicht die normalen Verkaufscharts. Kannst du auch reinwählen, kann aber du kannst doch wirklich was Altes reinwählen und dann kommt halt der wieder. Also das finde ich auch, das macht es auch ein bisschen offener und finde ich ganz gut. Ihr habt da noch einen DJ, den Tom Novi. Kennst du auch? Der erklärt immer, ob es sich um eine Coverversion handelt oder eben nicht. Finde ich sehr interessant übrigens. Weil heutzutage ist es ja wirklich so, dass man meint, man hört da ein neues Lied, also die jungen Menschen zumindest, und wissen gar nicht, dass es den Titel schon vor 20 Jahren schon in der dritten Version gegeben hat. Also so schlau wie du hörst das, weil du kennst dich ja auch sehr gut aus Musik. Leider hört man das ja immer raus, aber die jungen Leute, die kapieren, gerade Thomas Anders jetzt mit seiner neuen Nummer. Ja. Ja, und da hat er halt ein Sample genommen von Blabla, muss ich jetzt ja nicht sagen, und dann die Melodie von dem und dem und dadurch wird ein neues Stück. Die jungen Leute sagen, das ist cool. Die etwas älteren sagen, habe ich schon mal irgendwo gehört und die Profis sagen, das ist das und das. Ja, du kennst dich auch ein bisschen aus mit Musik. Du hast ein kleines Studio auch zu Hause, du machst auch Musik? Ja, schon lange, sehr lange. Also eigentlich komme ich ja eher aus der Musikecke. Ja. Ach, ja. Wie fandst du die Comeback-Show? Super, genauso wie du, super Show. Arabella war natürlich sehr streng mit dir. Aber letztlich machen wir ja so eine Sendung, damit man beurteilen kann, ob es gut oder schlecht ist. Und ich teile da eher deine Meinung. Du teilst eher das meine Meinung. Das sage ich aber nicht, weil ich jetzt hier sitze, sondern das meine ich wirklich so. Ich finde das, was du, wie du das analysiert hast, wenn ich das mal sagen darf, fand ich cool. War gut, war oder? Korrekt. Nee, war auch absolut korrekt. Ja, das finde ich auch. Und das ist ja auch die Sendung. Ich meine, wir machen die ja bei ProSieben, damit die Leute sagen können, das ist gut oder schlecht. Na, natürlich. Ja, wir sagen nicht alles toll, sondern wir wollen ja, dass die Leute auch wenn sagen. Wenn wir sagen würden, ist alles toll, dann würden die Leute sagen. Ach, wirklich? Eben. Ja, und deswegen ganz wichtig, immer ehrlich bleiben. Das finde ich wichtig. Das? Ja? So, meine Damen und Herren, ich möchte mal kurz was zeigen aus dem ZDF Morgenmagazin. Und zwar, bist du jemand, der auch so Filmpremieren und sowas gerne geht? Wenig. Ich bin also eher einer, der selten irgendwo hingeht. Ja, und da trifft man immer viele Leute. Und auf der Filmpremiere war auch ein junger Mann mit einer merkwürdigen Kopfbedeckung, der mir sehr bekannt vorkam. Schauen Sie hier. Er ist immer gut, er ist großartig. Der ganze Film war großartig. Ist eine schöne Hollywood-Klitsche, wenn jemand einen netten Nachmittag haben will, anschauen. Ja. So, und da habe ich gedacht, Moment mal. Den kennen wir. Das ist doch der Ralf Zacherl, ja? Hier unser ProSieben-Koch. Und was hat denn der da für eine Mütze an? Und an was erinnert mich das? Da habe ich überlegt und habe ich überlegt. Und dann fiel es mir ein. Schauen Sie mal hier. Da. Ja. Muss man halt. Als Koch muss man so rumlaufen. Ja. Hast du mal unsere kleine SSDS-GPS-Show verfolgt? Ich muss auch das möchte ich gerne in deine Sendung transportieren. Mich sprechen sehr viele Leute an, ich habe dir auch erzählt, Freunden und so, ich gehe zu Stefan Raab und die sagen, das ist ja klasse, endlich mal Leute, die da wirklich singen können. Und natürlich gibt es auch bei den anderen Sendungen einige, die da singen können. Zum Beispiel aber bei der Comeback-Show. Ich glaube, dass die Sänger, die ihr habt, die haben auch so eine, da geht es gar nicht mal um das gute Singen, sondern auch der Charakter der Stimme ist einfach ein bisschen anders als bei den anderen. Und das finde ich ist richtig klasse. Nein, das sehen auch viele andere auf der Straße so und es ist wirklich klasse. Sehr gut. Und wenn Sie noch nicht genau wissen, was da auf Sie zukommt, um es richtig spannend zu machen, zeige ich Ihnen noch das hier. SSDS GPS, der Tag der Entscheidung. Diese vier haben es geschafft, ins große Finale einzuziehen. Bulita! Max! Vanessa! Alex. Die besten vier sind übrig geblieben. Aber nur einer kann Sieger werden und wird beim Grand Prix Vorentscheid in Berlin antreten. Und wer das ist, entscheiden alleine Sie. SSDS GPS, der Tag der Entscheidung. Am Donnerstag um 22.15 Uhr live. Live am Donnerstag, 22.15 Uhr, unsere letzte Finalshow, SSDS, GPS. Sie entscheiden, wer
zur Vorausscheidung nach Berlin. Berlin fährt. Und am Samstag gibt es wieder die große Chartshow. Machst du eigentlich selber, singst du eigentlich selber auch noch? Du hast ja mal eine Platte gemacht. Ja, war ein bisschen, 10. September war ich bei der, 11. September kracht's New York, ja. Und damit war... Das war ein bisschen unglücklich. Unglücklich. Kam mit seiner lustigen Platte, Shining Star, Baby, Baby. Und am 11. September, buff. Ja? Ja. Da wollte natürlich keiner dich mehr in der Sendung haben mit Shining Star. Ja, die war wirklich so, war schade, aber es soll so sein. Ja, machst du, singst du, fängst du wieder an? Das Album habe ich noch. Ich habe das ja in der Hand und wollte das auch nicht, dass es dann so verpufft. Und mal gucken, was ich damit mache, weil die Musik ist relativ zeitlos. Und mal schauen, wenn so der richtige Moment kommt, weil Musik spielt ja bei mir immer eine Rolle. Und ich sitze ja immer mit meinem Laptop. Kannst du ja bei unserer nächsten SSDS-GPS-Show im nächsten Jahr teilnehmen. Nee, muss ich ganz ehrlich zugeben, also so dann singe ich dann doch nicht. Also ich bin dann eher jemand, der schon die Töne trifft und auch ein bisschen nachhelfen muss im Studio, was so man heute Jazzy macht. Na, ganz so schief singe ich dann auch nicht. Ja, ja, okay. Ja, ich wünsche viel Erfolg. Nein, um Gottes Willen, das war auch nicht einfach. Sie hat sich ein sehr schweres Stück rausgesucht. Also ja, natürlich. Das, ist nicht so sie einfach, hat sich aber auch eine sehr schwere Stimme ausgesucht, ja. Das muss man sagen. Ja. Das wollte ich nicht sagen. Ja, ja, wenn es soweit ist, komm gerne wieder vorbei. Sehr, und sehr gerne. Viel Erfolg mit der Mac Chart Show am Samstag wieder um 18 Uhr, meine Damen und Herren. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Andreas Türk. Dankeschön. Bis morgen. Vielen Dank. Tschüss.